Ich begrüße euch herzlich zu einem neuen Video von mir. Und zwar in diesem Video geht es, wie die Rubrik schon sagt, Beschwerde-Videos. Das heißt, hier werdet ihr öfters Videos finden, was mich natürlich nervt und wo ich einfach persönlich ein Video dazu, einen Blog dazu halt eben erstelle. Ja, in diesem Video geht es tatsächlich um Jimdo. Ich habe vergessen, die Zahlung zu zahlen. Ich habe Tim darüber geschrieben, die sollen mir die E-Mail freischalten, denn ich komme nicht mal auf die E-Mail und ich habe nicht die IBAN-Daten. Jimdo lässt sich natürlich nicht anrufen, weil Jimdo verweigert sich laut Impressum, dass man da anrufen kann. Ich werde es auch nicht probieren, wenn sie schon von vornherein natürlich schreiben, dass man dort nicht anrufen kann, weil sie ja da keinen Support anbieten. Wie auch immer, ist jetzt richtig dumm gelaufen. Ich komme nicht an meine E-Mail-Adresse, weil die Domain abgeschaltet wurde. Ich weiß nicht, ob das Urteil vom GMX was damit zu tun hat, ob da man dementsprechend sagen kann, dass sie das einfach gar nicht dürfen. Die dürfen die zwar Domain sperren, aber die E-Mail-Adresse nicht. Oder zumindest irgendwie die Möglichkeit geben, an die E-Mail-Adresse ranzukommen. Aber es war auch schon etwas länger her. Da hat ein Kunde GMX also angeklagt und hat auch dann den Prozess gewonnen und das Amtsgericht Berlin hat halt gesagt, das darf nicht halt gesperrt werden. Aber da ging es vielleicht um ein anderes Thema, von daher mal, wenn jemand da sich mehr auskennt, wie es da ist, weil es ist ein uraltes Urteil, ob es vielleicht was Neues gibt, dann gerne in den Kommentaren. Ja, liebes Jimdo-Team, dieses Video ist für euch. Falls ihr mich erreichen wollt, dann könnt ihr mich alternativ, weil ihr meine Domain ja gesperrt habt und da geht meine E-Mail auch dadurch nicht, könnt ihr mich erreichen unter meinen schönen Kanal-E-Mail-Adresse. Und diese ist ganz einfach, ja, die alte andi-der-zauberer@gmail.com. Bitte schreibt mir die IBAN-Daten, denn ich kann das nicht überweisen, was ich wollte. Und ich hab euch was geschickt, aber ihr habt noch nicht zurückgeantwortet. Könnt ihr auch gar nicht, weil ihr habt mir meine E-Mail-Adresse gesperrt. Von daher geht das natürlich nicht. Ja, so viel dazu und das war's auch von dem Video. Ich hoffe, Jimdo schaltet mich baldmöglichst frei.